Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, mit großen Schritten gehen wir auf Ostern zu. Für Jesus waren es die Schritte des Kreuzweges. Versuchen wir, in seine Fußstapfen zu treten, damit wir auch selber erfahren, was es heißt, den Kreuzweg zu gehen mit Christus. Aber dieser Kreuzweg, wie wir wissen, führt zwar zunächst zum Tod, aber dann in die Auferstehung hinein. Und so dürfen wir jetzt auch wieder Tod und Auferstehung Jesu feiern und nicht nur feiern, sondern gegenwärtig setzen. Es wird Gegenwart, was damals geschehen ist. Das ist eine wunderbare Sache, dass wir auf diese Weise mit dabei sein können. Wir wenden uns ihm zu mit einem Blick der Reue, mit einem Blick der Bitte um Barmherzigkeit. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Herr, erbarme dich. Erbarme dich. Christus, erbarme dich. Erbarme dich. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch das gewaltige Wasser, der Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Heer. Doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht. Der Herr spricht: Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein. Merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe und Straßen durch die Wüste. Die wilden Tiere werden mich preisen, die Schakale und die Strauße, denn ich lasse in der Steppe Wasser fließen und Ströme in der Wüste, um mein Volk, meiner Welt, es zu tränken. Das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird meinen Ruhm verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Thank you.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Brüder und Schwestern, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Kehrt um zum Herrn vom ganzen Herzen, denn er ist gnädig und barmherzig, voll Langmut und reich an Güte. Christus sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat keiner dich verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr.
Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich darf Herrn Dr. Eder um sein Wort bitten. Liebe Pfarrgemeinde, wir gehen auf die Passionswoche zu. Nächsten Sonntag, der Palmsonntag. Bei der Predigt kommt der Palmsonntag eigentlich immer zu kurz. Es ist keine Zeit, da, was ja auch wichtig ist, in der Kirche die ganze Passionsgeschichte vorgelesen wird. Heute möchte ich also einige Gedanken zum Palmsonntag vorbringen. Die Feier des Palmsonntags öffnet das Tor für die heilige Woche, hin zum Höhepunkt des Kirchenjahres. Schon leuchtet im Jubelgesang des Hosianna für kurze Zeit etwas vom Glanz des Osterfestes auf. Auf einem Esel, eigentlich einem jungen Eselchen, reitet Jesus auf die Stadttore von Jerusalem zu. In unserem Sprachgebrauch hat der Esel ein schlechtes Image. Früher gab es in den Schulklassen die Eselsbank. Ganz anders in der Heiligen Schrift. Hier wird er hochgeschätzt. Zwar gilt er als Lasttier der Armen, geduldig, ausdauernd, treu und anspruchslos, so ist sein Wesen, wenn er schlecht behandelt wird, hin und wieder auch störrisch. Schon zu Beginn, im Stall zu Bethlehem, steht er an der Krippe mit dem neugeborenen Kind. Wir sehen ihn dann auf der Flucht der heiligen Familie, wie er Maria und das göttliche Kind auf seinem Rücken trägt. Und jetzt, in den letzten Tagen des irdischen Lebens von Jesu, ist es wiederum ein Esel, der den Herrn trägt. So nennt ihn der heilige Augustinus das Lasttier Gottes. Damit erfüllt sich eine alttestamentarische Prophezeiung. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft, er ist demütig und reitet auf einem Esel. Ein König, ja, ein König der anderen Art. Ein König des Friedens, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit. Ein König, der sich nicht bedienen lassen will, der selbst den Menschen dient. Der sanftmütige, geduldige Messias zieht auf einen sanftmutigen, geduldigen Tier ein. Ohne Hofstaat, ohne Bodyguards, ohne ausgerollten roten Teppich, ohne goldverzierte Kutsche, ohne Papamobil, auf einem Eselchen. Aber doch umringt und gefeiert von einer immer größer werdenden Menschenmenge, von Frauen, Männern und auch vielen Kindern. Von Pilgern aus den ländlichen Gebieten, die der heiligen Stadt Jerusalem zustreben. Meist sind es arme Leute, die dennoch Jesus als den so anderen König auf ihre eigene Weise huldigen. Ihre Kleider breiten sie auf der steinigen Straße aus. Sie winken enthusiastisch Jesus mit schnell abgerissenen Zweigen zu und immer wieder der freudige Jubelruf: Hosianna, Hosianna. Doch schon blicken von den Zinnen der Stadtmauer drohend und argwöhnisch die römischen Besatzungssoldaten herab, gewohnt, jeden Aufruhr sofort brutal niederzuschlagen. Nicht minder bedrohlich
schlägt den eben noch so hochgestimmten Gefolge um Jesu die misstrauische, ja hasserfüllte Abwehr der Jerusalemer Stadtbevölkerung entgegen. Aufgestachelt von den hohen Priestern und dem hohen Rat. Dieser komische Galiläer, so sagen sie, gefährdet unseren Tempelbetrieb, von dem sie alle, Bürger, Handwerker, Kaufleute, Viehhändler, wie die Maden im Speck leben. Dieser geballten Front gegenüber wichen die ärmlichen Anhänger Jesu. Nur zu oft hatten sie sich vor der Knute der Mächtigen und der Peitsche der Gewalttätigen ducken müssen. So erstarb der Jubelschrei in ihrer Kehle. Was so euphorisch begonnen hatte, verlief sich ins Leere, ins Nichts. Verlassen und allein stieg Jesus zum Tempel hinauf, wo er erzürnt einen letzten Versuch machte, der ungeistigen Geschäftemacherei und Korruption ein Ende zu bereiten. Nochmal steigerte sich Hetze und Verleumdung gegen ihn, sodass einige Tage später eine wie tollwütig gewordene Menge schrie: Hinweg mit ihm! Aus dem Hosianna war der Schrei ans Kreuz mit ihm geworden. Und nun die große Frage: Was bedeutet das alles für uns? Das ganze damalige Geschehen am Palmsonntag. Es wird in unserer Zeit, ja hier in unserem Ort, hineinversetzt. Den gesamten Spannungsbogen erleben wir mit. Zuerst der freudige Beginn bei der Palmweihe, dann der Prozessions- und Pilgerzug zu der heiligen Stätte unserer Kirche mit Gesang und Musik, mit einem Bündel Zweigen in unseren Händen. Der Weg Jesu führt uns hinein in unsere konkrete Lebenswirklichkeit bis hierher hin zur Kirche. Dann aber auch bei uns die traurig-dramatische Wende, wenn uns die Passionsgeschichte vor Augen geführt wird. Der Weg von jubelnder Freude zum tiefsten Leid. Ein zweiter Gedanke: Wer ist wohl der Esel in unserer Alltagswirklichkeit, der Jesus in das Leben des Alltags hineinträgt? Wir Gläubige sind die Christusträger. Wir dürfen den Esel in der Tradition der Heiligen Schrift als positives Symbol für uns selbst sehen. Lerne vom Esel, sagt der heilige Ambrosius, lerne vom Esel unseren Herrn Jesus tragen. Nicht mit Ungestüm und aufdringlich und zudringlich, vielmehr mit Eselsgeduld. Besonders bei Unverständnis und Widerstand heißt es, ausdauernde Treue, Tragfähigkeit zu beweisen. Mit einem Lächeln und einer gewissen Selbstironie zu sich selbst meinte einmal der weise Papst Johannes der 23. Wo die Pferde versagen, da schaffen es die Esel. In bestimmter Weise sind wir doch alle Lasttiere. Jeder hat sein eigenes Bündel zu tragen, das ja nicht immer leicht ist und drücken kann. Wenn uns jedoch Jesus im Mitmenschen begegnet, wollen wir ihm als Christen mithelfen, dem Mitmenschen. Besonders wenn er schwer unter seiner Last leidet, eben diese Bürde mitzutragen. Es ist nicht verlangt, bis zum völligen Zusammenbruch der eigenen Person sich ein Übermaß aufzuhalsen. Ein gebenbereites, großzügiges, barmherziges Herz und ein realistischer Sinn müssen eben zusammenwirken, beim Einzelnen wie auch im großen Rahmen. Sonst stellen sich Resignation ein oder die Menschen werden störrisch. Ein weiteres ist zu sagen: Denken wir daran, wie wir heute
wie fanatische Menschen in der Passionsgeschichte den Stab über Jesus gebrochen haben. Weg mit ihm! Der Mensch hat eine gefährliche Seite. Nicht so sehr als Einzelner, sondern in der Masse. Unter dem Einfluss von Aufhetzern und Demagogen kann er schnell kopflos werden, seine Würde und sein bisheriges sittliches Verhalten über Bord werfen. Wir sehen es ja im heutigen Evangelium. Da haben diese selbstgerechten Männer schon die Steine in den Händen, um sie auf diese Frau zu werfen. Die großen politischen Verführer benutzen seit jeher dieses Phänomen in der Masse. Es kann aber auch bereits in relativ kleinen Gruppen passieren. Einer zündelt, schon breitet sich der Brand aus. Und wenn nicht gewissermaßen ein besonnener Mensch in christlicher Gesinnung sich einschaltet, dann kann Schweres und Negatives geschehen. Es liegt eine geheimnisvoll dämonische Kraft darin, dass es irgendwie leichter fällt, über andere zu schimpfen, über andere herzuziehen. Schwerer schon ist es, gute, anerkennende Worte zu finden. Doch auch euphorisch jubelnde Freude kann, wie es das Evangelium zeigt, ansteckend sein. Sie kann sich freilich in ihrem Überschwang im nüchternen Alltag nicht allzu lange durchhalten. Doch genügt es, wenn in der Lampe unseres Lebens ein schlichtes Feuer erhalten bleibt, das uns selbst wärmt und andere wärmt und an Orientierung uns den richtigen Weg schenkt. Auf eines so Wichtiges, das gerade heute, gerade hier in dieser Stunde, in dieser Messe passiert, soll noch hingewiesen werden. Gerade das Schöne, Freudige vom Palmsonntag wiederholt sich und begegnet uns in jeder Messfeier. Im Anschluss an den Sanctus, in dem wir Gott mit dem Ruf preisen, heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, schließen sich noch vor der Wandlung die wunderbaren Worte des Benediktus an. Benediktus qui venit in nomine Domini, in Hosanna in excelsis. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Auf einem schlichten Esel zog Jesus auf Jerusalem zu. Und in der allerschlichtesten Gestalt von ein klein wenig Wein und ein Stückchen Brot kommt er in der heiligen Messe wieder auf uns zu. Nehmen wir ihn in unserer Mitte auf, feiern wir sein Kommen. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Wir sagen das Amen zu den Worten. Amen, das heißt auch, es ist so und ich glaube daran. So beten wir das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren vor der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist und die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen. In unserer Sorge um Menschen, deren Leben vielfach bedroht ist, wenden wir uns nun an den barmherzigen Gott mit unseren Bitten. Für die Armen in der Welt, die ihrer Rechte beraubt werden und deshalb in menschenunwürdigen Verhältnissen leben müssen, lass sie Menschen finden, die ihnen im Kampf um Gerechtigkeit beistehen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die mit Papst Franziskus die Sorge um das gemeinsame Haus, unsere Erde teilen und für die Bewahrung der Schöpfung wie auch gegen die Armut kämpfen, schenke ihnen Mut und Ausdauer. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Schwestern und Brüder in Brasilien, wo Ausbeutung und Unrecht die Armen ärmer und die Reichen reicher macht, hilf der Kirche, dass sie sich eindeutig als Anwältin an die Seite der Rechtlosen steht. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Christen in aller Welt im Jahr der Barmherzigkeit, leite sie dazu an, nicht nur durch heilige Türen zu gehen, sondern auch die Türen der Armen, um ihnen zu helfen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Fastenaktion Miserior und alle, die sie unterstützen, mache aus ihr ein Zeichen für eine Kirche, die verstanden hat, worauf es heute ankommt. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Verstorbenen, besonders für Josef Kastner und Julius Wittibschlager, die diese Woche Sterbetag haben, lass sie teilhaben an der Herrlichkeit des Himmels. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Allwirkender Gott, dir und deiner Hilfe vertrauen wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.
Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Durch das Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder. Erhebst du den Geist, gibst du uns die Kraft und den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten,
mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen. Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Wir bitten ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Hat dich keiner verurteilt? Keiner, Herr. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Hören wir die Vermeldungen für die kommende Woche. Heute ist um 11 Uhr die Taufe des Kindes Luisa Schwarzinger und um 14 Uhr Kreuzwegandacht. Die Wochentagsmessen sind wieder um 7.15 Uhr, außer Mittwoch 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung und um 19 Uhr Heilige Messe und am Freitag um 8 Uhr Osterkommunionmesse der Schüler und um 19 Uhr Bußandacht, Samstag Heiliger Josef und Sonntag Palmsonntag, 7.30 Uhr Frühmesse und um 9 Uhr Palmweihe bei der Kapelle beim Kindergarten, danach feierlicher Einzug zum Pfarrgottesdienst und um 14 Uhr Kreuzwegandacht. Heute lädt die Goldhaubengruppe zum Osterbasar im Pfarrheim herzlich ein. Kurprobe ist am Dienstag um 20 Uhr. Das katholische Bildungswerk lädt am Dienstag zum Vortrag »Was dürfen wir hoffen vom Leben nach dem Tod?« Genaueres dazu finden Sie auf der Rückseite des Wochenplanes. Am Freitag ist um 19 Uhr Bußandacht. Beichtgelegenheit ist nächsten Samstag bei Kurat Josef Zauner von 15 bis 17 Uhr in der Kirche. Am Palmsonntag wird bei einer zweiten Tafel für die Erhaltung der christlichen Stätten im Heiligen Land gesammelt. Pfarrer Martin wird während der Familienwallfahrt von Samstag 19. bis Mittwoch 23. März von Kurat Matthias Breitweg vertreten. Wenn jemand die Osterkommunion empfangen möchte und nicht mehr in die Kirche kommen kann, bitte in der kommenden Woche telefonisch im Pfarrheim bekannt geben. Herzliche Einladung zu den in dieser Woche von Montag bis Mittwoch in Pirbach stattfindenden Glaubenstagen. Programm liegt auf. Am Donnerstag ist wieder Mittagstisch des sozialkarativen Arbeitskreises und die Lebenshilfewerkstätte Unterweißenbach lädt heute bis 17 Uhr zum Ostermarkt ein. Danke für die Hinweise. Nehmen wir sie auf, so gut wir eben können, so gut es uns möglich ist. Aber wichtig ist, dass wir mit dem Segen Gottes nicht nur diesen Gottesdienst beschließen, sondern diesen Segen auch mitnehmen nach Hause, in die Familie, mitnehmen zu der Arbeit, mitnehmen dorthin, wo wir uns eben befinden. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch, er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig, er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich darf noch einen guten Sonntag wünschen. Noch einmal einladen, auch zum Kreuzweg und geht in Frieden hin.